beobachten Nadja Stern und ihr Kollege Paul Richter auf der Überwachungskamera eine vermummte Gestalt, die sich an einem der Streifenwagen zu schaffen macht. Wir sind vor der Tür, einmal Person. Hey. Hallo, die Polizei? Hey, stehen bleiben, hey! Hast du? Ja, alles gut. Hände auf dem Rücken. Das Auto ist kaputt, hast du gesehen? Ja, Scheibe eingeschlagen. Ist eine Dame. Achtung. Mach mal ab, genau. So, einmal umdrehen. Griff du mal rein, vorne. Hallo? Hallo? Wer sind Sie? Mareike. Mareike. Und weiter? Einmal reinkommen. Haben Sie auch einen Nachnamen? Mm-mm. Ja, grundsätzlich können wir, glaube ich, festhalten, dass die Art und Weise, wie die Bevölkerung gegenüber den Kräften aus der Öffentlichkeit, also Rettungsdienste, Feuerwehr, Polizei, wie die Leute reagieren, sich etwas verändert hat. Das ist schon ein gehöriges Stück. Ne? Wie doof muss man sein? Vor der Wache, wo du weißt, überall Kameras, mit einem Backstein eine Scheibe einzuschlagen vom Streifenwagen. Ist das Ihr Kind? Ja. Ist Mädchen oder ein Junge? Auch nicht? Und wie alt? Ich meine, ich mache mir da jetzt schon ein bisschen Sorgen, ne? Wenn das Ihr Kind ist, dann scheint es ja eventuell jetzt gerade bei Ihrem Partner hoffentlich zu sein oder Ihrer Familie. Wenn Sie rangehen, bitte auf Lautsprecher stellen und so kurz wie möglich halten. Hallo? Hi, wo bleibst du denn? Ich warte schon die ganze Zeit auf dich. Ja, ich bin noch weg. Ich bin unterwegs. Wer ist das jetzt? Das ist meine beste Freundin. Darf ich mal mit dir sprechen? Wer ist das denn? Hallo, die Polizei in Köln. Sternenname. Ich habe eine kurze Nachfrage. Sie rufen gerade bei der Mareike an, richtig? Richtig, ja. Okay, gut. Ich war mir nicht sicher, ob das der richtige Name ist, weil sie nicht wirklich mit mir spricht. Sie hat unser Einsatzfahrzeug vor Ort beschädigt. Deswegen sitzt sie jetzt bei mir hier in der Wache und spricht nicht mit mir. Sie hat was? Sie hat unsere Fahrzeuge oder unser Fahrzeug beschädigt. Das kann gar nicht sein, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Haben Sie die Möglichkeit vielleicht auch mal hier zu erscheinen? Ja, ich mache mich sofort auf den Weg, das kann alles gar nicht sein, ich bin sofort da. Das wäre super. Okay, tschüss. Alles klar, danke. Nur wenige Minuten später trifft die Freundin der 23-Jährigen ein, die in einen Streit mit einem jungen Mann verwickelt zu sein scheint. Polizeioberkommissar Paul Richter entscheidet sich zunächst, die beste Freundin alleine zu vernehmen. Sie waren draußen mit dem jungen Mann im Streit. Das hat einen Grund, warum wir sie reingeholt haben hier auf die Wache. Jennifer ist der volle Name bestimmt, ne? Richtig, ja. Sie haben sich lautstark über eine Mareike gestritten. Mhm. Wir haben eine junge Dame hier sitzen, die mir nur ihren Vornamen sagt. Die heißt Mareike. Blondes Haar, netter Auftritt, die ist aber sehr, sehr schweigsam. Die hat ein Kind, ein Baby, also ein Säugling, und möchte uns nichts außer ihren Vornamen sagen. Ich weiß gar nicht, warum sie hier ist. Ich war mit ihr verabredet und dann habe ich einen Anruf bekommen. Wo waren Sie verabredet? In einem Café. Nicht hier, okay, alles klar, ja. Und dann habe ich einen Anruf, also habe ich an dem Anruf gehört, dass Ihre Kollegin, denke ich, ich weiß es nicht, gesagt hat, dass meine Freundin hier ist und angeblich irgendwas kaputt gemacht hat? Ja, wenn das so ist, dann passt das. Dann ist das Ihre Freundin, Mareike. Was mich interessiert ist, Sie sind jetzt aus freien Stücken aber hier hingekommen oder hat man Sie hierhin gebeten, hierher zu kommen? Sie haben gehört, die haben was kaputt gemacht und sind dann selbstständig hierher gekommen. Ja, ich wollte hier hinkommen. Also ich wurde drum gebeten auch kurz, aber ich bin freiwillig hier hingekommen, weil ich musste ja wissen, was los ist. Das ist meine beste Freundin, die hier irgendwo sitzt. Ich muss es nur in einen Satz packen. Der junge Mann, mit dem Sie sich draußen gestritten haben, wer ist das denn? Das ist Ihr Ex-Freund. Das ist Ihr Ex-Freund? Und ich weiß auch gar nicht, warum er hier ist. Ich wüsste gerne, warum er hier ist, weil ich so froh war, als der endlich weg war. Warum? Weil der nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, der Typ. Aha. Sagen Sie das, weil sie Ihre Freundin ist und weil sie nicht leiden können oder weil der wirklich einen Schaden hat? Der ist ganz komisch. Am Anfang wirkte der nett, aber ich hatte schon von Anfang an ein super komisches Gefühl. Und
sie wurde auch immer verschlossener und ich war wirklich so froh, als ich den endlich nicht mehr sehen musste und sie gesagt hat, der ist getrennt, auch mit der kleinen Liv. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Liv ist die Tochter? Ja. Ich lasse sie jetzt noch einen Moment hier schmoren, hätte ich fast gesagt, aber behalten Sie einmal noch kurz Platz, ich komme gleich wieder zu Ihnen, ja? Danke schon mal. So, schauen Sie mal an, da sind wir. Ich grüße Sie recht herzlich. Mein Name ist Richter, Polizei Köln. Der Grund, warum Sie hier sind, Dennis, ne? Mhm. Wie heißen Sie mit Nachnamen? Pieper. Herr Pieper, haben Sie einen Ausweis dabei? Klar. Herr Pieper, der Grund, warum Sie hier sind, ist, Sie haben sich mit der jungen Dame vor der Tür in die Haare bekommen. Das ist noch kein Grund, warum Sie hier sitzen. Aber Sie haben sich über eine Dame gestritten, die bei unserer Wache sitzt. Genau, die Mareike. Die Mareike, Sie kennen die? Ja, das ist meine Ex-Freundin. Aha. Die junge Dame, mit der Sie sich da in die Haare bekommen haben, da ist die Frau Götze, die ja. Jennifer. Warum haben Sie sich mit der gestritten? Die war schon immer ein schlechter Einfluss, vor allem für Mareike. Also ich sag mal, wäre sie nicht gewesen, wären wir wahrscheinlich auch noch zusammen. Mhm. Wir haben gesehen, dass die Frau Brandt, die hat, wir haben ein Foto bei sich geführt mit ihrem Kind, dass die ein Kind hat. Mhm. Wissen Sie, wo sich das Kind aktuell befindet? Weil sie ist bei uns im Gewahrsam, ich müsste wissen. Ja, das ist bei meiner Schwester aktuell. Auf der Wache rätselt Paul Richter immer noch, warum die junge Mutter den Streifenwagen beschädigt hat. Deren Kind befindet sich laut Aussage des Ex-Freundes bei dessen Schwester. Ich habe es dahin gebracht, weil sie ist Erzieherin. Und Mareike hatte das Kind halt heute zu mir gebracht. Also sie kam zu Ihnen, hat Ihnen das Kind übergeben. Genau, ich wusste gar nicht, was los war. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, deswegen bin ich ja hingefahren. Also bin hier nachgefahren und habe letztlich ihr Auto hier auf der Wache stehen sehen. Also Sie sind hinterhergefahren? Ja. Warum? Weil sie so komisch war oder was? Genau, weil sie einfach mir das Kind in die Hand gedrückt hat und auch schweigend dann quasi losgefahren ist. Und ich dachte, da passt irgendwas nicht. Ich habe mir Sorgen gemacht. Was glauben Sie, wie sie auf die Idee kommt, hier vor der Wache zu randalieren? Was bewegt eine Frau, eine junge Mutter, wie ihre Ex-Freundin Mareike dazu? Sie hat hier randaliert? Ja, die hat hier ein Kfz, ein Polizeiauto beschädigt. Ach so, okay. Nee, ich wüsste nicht, warum. Die Alleinerziehende schweigt allerdings weiterhin. Nadja Stern und Paul Richter versuchen einfühlsam, der 23-Jährigen Informationen zu entlocken. Also mit wem sind, also mit Dennis sind Sie jetzt enger befreundet als mit Jenny? Ja. Zumindest aktueller Stand. Und deswegen kennen Sie Lara auch? Und die ist auch eine Gute? Ja. Können wir die mal anrufen? Haben Sie Ihre Erreichbarkeit? Ja. Das wäre, ich würde mich da ganz gerne mal rückversichern. Ja, dass nehmen Sie mal das Telefon auf und rufen Sie mal in Lara an. Wir wollen ja wissen, wie es dem Kinde geht. War noch was dabei? Nee, ich hab schon geguckt, ist nichts drin. Pieper? Hallo, nicht erschrecken, die Polizei. Hören Sie mich gut? Ja. Ja, Stern, mein Name, hallo. Hallo. Ich hab eine ganz kurze... Geht wahrscheinlich um die Bewerbung von meinem Bruder, oder? Ja. Super. Können Sie mir da eine Auskunft zu geben, also was Ihr Bruder Ihnen da bisher erzählt hat? Ja, eigentlich nur, dass er sich da beworben hat und dass er da gerne anfangen würde und dass das wohl alles ganz positiv aussieht. Ja, wir freuen uns auch, wir sind im Konferenzsaal gerade, wir freuen uns auch über seine Bewerbung bei der Polizei. Ja. Haben Sie noch irgendwelche andere Post bekommen? Wir haben leider einen Fehler an der Postabteilung gehabt. Nee. Also ich höre jetzt das erste Mal von euch. Gut. Das macht ja nichts. Sie haben ein kleines Kind gerade bei sich in Obhut, ne? Ja. Hat er uns erzählt. Was hat das denn damit zu tun? Nö, gar nichts. Nee, wir haben gerade mit ihm gesprochen und wollten uns dann nur noch mal rückversichern. Wir würden uns dann bei Ihrem Bruder noch mal direkt melden. Okay. Ja, gut. Alles klar. Nachdem Nadja Stern die Schwester samt Kind zur Wache bestellt hat, findet Paul Richter heraus, dass die Bewerbung des 25-Jährigen bei der Polizei anscheinend nicht von Erfolg gekrönt war. Sie haben sich bei der Polizei beworben, habe ich gerade gehört. Ja, das ist schön. Richtig. Wir wollen immer jungen Zuwachs haben. Mhm. Sie sind ja nicht angenommen worden, ne? Vielleicht, ja. Das mag sein. Vielleicht sind Sie nicht angenommen worden. Ja. Ich habe die Kollegin mit ihrer Schwester telefonieren lassen.
Lara Pieper, die wusste das nicht. Die haben uns das nämlich erzählt, als wir gesagt haben, Polizei. So, dass ich, ach, es gibt bestimmt die Bewerbung meines Bruders. Und da haben wir ihr erstmal noch nichts gesagt, das können sie nachher selber machen. Die kommt auf jeden Fall gleich hier hin und bringt das Kind mit. Was? Wieso? Weil wir sie hierher zitiert haben. Wir machen das so. Das hätten sie dann gelernt, wenn sie angenommen worden wären. Diese verdammte Bullenpsychologin. Wieso? Sie haben mich einfach durch den Test rasseln lassen, durch den scheiß Psychologietest. Das sind standardisierte Tests, wenn sie aus gewissen Gründen dann nicht geeignet sind. Die Frauen stecken doch alle unter einer Decke. Alle Frauen. Jenny, Mareike, ganz egal. Ich wollte hier angenommen werden und dann sowas. Und weiter? Nur wegen so einer blöden Tuse, die meint, ich werde psychologisch nicht dazu imstande, Polizist zu werden. Den Eindruck habe ich aber gerade auch. Um die junge Mutter endlich zum Reden zu bringen, holt Paul Richter die beste Freundin zu der Vernehmung hinzu. Mareike, was ist mit Dennis? Was macht der hier und was ist los mit euch? Also... Um sie zu beruhigen, ihr Kind, Mareike, ist hier. Wir haben die hier in Obhut. Die ist hier? Ja. Ja, okay, dann kann ich ja die Wahrheit sagen. Also, der Dennis ist gar nicht so ein guter. Der ist ein guter, ne? Nein, der war heute Morgen bei mir vor der Tür und wollte sich entschuldigen mit einem Strauß Blumen. Und dann ist er einfach zum Kinderbett gegangen und hat die Kleine mitgenommen und wollte ihr was antun, wenn ich nicht den Streifenwagen einschlage. Er hat ihr Kind mitgenommen und sie gezwungen, den Streifenwagen zu beschädigen. Was? Und warum? Ja, damit er an sich an die Polizei rächen kann und an mich. Und ja, deshalb hat er dann die Kleine mitgenommen und wollte ihr was antun. Problematik mit dem seinem Einstellungsverfahren. Komme ich aber gleich mit Info. Ich sehe das Kind erstmal rein. Ja. Tun Sie mir einen Gefallen, machen Sie einmal den Stufer, stellen Sie sich schon daneben. Bleiben Sie ruhig hier drin, aber stellen Sie sich einmal gleich hin. Okay. Kommen Sie einfach zu mir, bitte. Mit Kind. Das macht nichts. Zusammen. Kommen Sie einfach zu mir. Ich habe mich nicht getraut. Kommen Sie rein, nehmen Sie einmal Platz. Hallo. Hallo. Hallo, Sie sind Lara? So. Ja. Ruhig hinsetzen. So, Mama und dann Kind sind Sie schon mal wieder beieinander. Kind geht's gut, hoffentlich. Tochter, Sohn? Genau, einmal schauen. Das ist die Tochter. Das sieht doch ist, glaube ich, gerade so erstmal froh, sie wieder zu Fach haben. Ja. Der Ex-Freund der jungen Mutter muss sich wegen Kindesentziehung, versuchter Erpressung und Freiheitsberaubung verantworten.